Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal. Mein Name ist Sarah und ich möchte euch heute wieder mal eine Perücke vorstellen, nämlich das Modell Marietta Mono von Belle Madame in der Farbe Champagne Root. Ja, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie sie aussieht, wie lang sie ist, wie die Farbe aussieht und was sie so für Besonderheiten hat, dann bleibt bitte dran und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. So, das ist also die Marietta Mono Large in diesem Fall, also eine etwas größere Ausführung, die aber auch sehr gut bei Standardmaßen passt. Also ich merke jetzt nicht, dass sie riesig viel zu groß ist. Ihr habt ja immer noch die verstellbaren Bänder und ja, sie sitzt eigentlich ganz gut. Die Marietta Mono SF ist ein klassischer Long Bob, also ein längerer Bob mit Pony und der kompletten Sonderausstattung, die eine Perücke haben kann. Sie hat einen erweiterten Filmansatz, ein Monofilament-Top und der Rest der Kappe ist ebenfalls komplett handknüpft, was natürlich ein sehr angenehmes Tragegefühl bedeutet und natürlich noch alle weiteren Vorteile, die eine handgeknüpfte Perücke hat. Wenn ihr nicht so ganz sicher seid, auf was ihr da am besten achten sollt und was die beste Kappe für euch ist oder was euch wichtig ist, dann schaut euch doch gerne mal dieses Video an, was ich mal gemacht habe über die verschiedenen Kappenformen und Perückenarten, die es so gibt. Ja, die Farbe Champagne Root von Belle Madame. Das ist übrigens meine erste Belle Madame, die ich jemals anprobieren durfte. Sagen wir es mal so, sie gehört mir nämlich nicht, sondern sie wurde mir freundlicherweise von einer Freundin zur Verfügung gestellt, damit ich sie euch zeigen kann. Liebe Silke, an dieser Stelle wie immer herzlichen Dank fürs Ausleihen. Freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, euch noch mehr Modelle zu zeigen als meine eigenen, die ich längst noch nicht alle reviewed habe, weil ich immer so viel andere bekomme. Aber das macht ja überhaupt nichts. Und ja, also als Silke mich gefragt hat, ob ich Interesse hätte an der Marietta, habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Sie hat sehr geschwärmt von den Fasern und das kann ich bestätigen. Die Fasern sind super schön, ganz glatt, fein. Es ist regular synthetic, also keine hitzebeständigen Fasern. Ich bin ja kein so Fan von normaler Synthetikfaser. Ich mag die HD-Fasern lieber, aber trotz allem muss ich sagen, die Fasern fühlen sich wirklich toll an. Ja, die Farbe Champagne Rooted oder Root, wie das bei Belle Madame heißt, setzt sich zusammen aus dem Farbcode 22H22 und einer R12, meine ich. Das ist eine 12er Root. Die 22 ist, wie es der Farbcode sagt, ein Champagnerblond. Die 22H habe ich nicht gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Highlight-Farbe ist, die da noch mit reinspielt, weil sie ja auch sehr schöne Highlights hat, was man, glaube ich, ganz gut sieht im Licht. Auch speziell hier vorne um das Gesicht herum hat sie die Highlight-Farbe. Und das Ganze hat einen hellbraunen Ansatz mit der Farbe 12. Das ist ein helles Goldbraun. Sieht natürlich im Scheinwerferlicht ein bisschen dunkler aus. Ich zeige es euch aber nachher auch noch von nahem. Da sieht man es dann ein bisschen besser und natürlich auch noch draußen bei Tageslicht. Die Farbe ist auf jeden Fall eine warme Farbe vom Ton her. Ich mag beides. Normalerweise trage ich lieber die kühleren Töne, aber mag die wärmeren eigentlich genauso gut und kann glücklicherweise auch beides tragen. Von daher würde ich die tatsächlich auch tragen. Sie sieht ein bisschen brav aus, aber je nachdem könnt ihr sie noch ein bisschen stylen. Dazu kommen wir natürlich auch gleich noch. Ja, die Perücke hat, wie gesagt, sämtliche Features, also Sonderausstattung, die sie haben kann. Nämlich sie hat unter dem Pony, der auch sehr schön gearbeitet ist, ich finde. Also er ist sehr schön luftig, nicht zu schwer. Eigentlich perfekt, so wie er ist. So würde ich den auch schneiden. Also nicht so, ich bin kein Fan von diesen super schweren Ponys mit einer Tonne Haare, die dann alles erdrückt und irgendwie auch immer so ein bisschen wiggy, also nach Perücke aussieht. Aber in dem Fall finde ich, ist der Pony toll geworden und auch die Länge passt perfekt. Alles wunderbar. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr den natürlich auch aus dem Gesicht stylen. Sekunde. Ich habe mir da mal eine Bürste gerichtet, um euch das auch noch zu zeigen. Ihr könnt den einfach auch aus dem Gesicht streichen. Dann sieht sie zwar noch ein bisschen braver aus, aber macht ja nichts. Ich zeige es euch mal von nahem. Also wie ihr seht, hat sie den Filmansatz, der wirklich schön gearbeitet ist. Und dann seht ihr hier, hoffentlich, ja, das Monofilament-Top, wo man die Kopfhaut durchsieht, ist auch sehr schön gearbeitet. Und der Filmansatz geht bis hier runter in die Tampeln. Das zeige ich euch nachher noch von innen. Und ja, also der Rest ist auch komplett handgeknüpft. Also egal, wo ihr die Perücke auseinanderzieht, werdet ihr immer die Illusion von Kopfhaut sehen.
Die Länge blende ich euch natürlich wie immer rundherum ein, damit ich euch jetzt nicht mit den Zahlen langweilen muss. Und als nächstes, ihr könnt es euch denken, sprechen wir über Permittees. Und ich kann euch beruhigen, diese Perücke hat null Permittees, würde ich mal behaupten, da sie ja komplett handgeknüpft ist und man weder mit Permittees irgendwas verstecken muss von der Kappe noch irgendein Volumen reinbringen muss. Also ich fühle keines, sie ist sehr, fühlt sich sehr natürlich an. Also vielleicht hat sie so einen Hauch von, aber wirklich, das ist nur eine, ja. Also ich könnte es nicht beschwören, ob das Permittees ist, was man da direkt an der Kappe fühlt. Ich glaube jetzt mal nicht. Auf jeden Fall kein Vergleich zu den Perücken, die viel Permittees haben. Also ich finde, sie ist auf jeden Fall auch von der Dichte der Haare äußerst natürlich und ist nicht auf Anhieb als Perücke erkennbar, würde ich mal sagen. Ich finde, sie sieht, wie gesagt, sehr natürlich aus und hat natürlich auch dementsprechend ihren Preis. Aber man möchte natürlich auch nicht, dass irgendjemand denkt, huch, was trägt die denn da auf dem Kopf? Oder dass es sofort schon aus 100 Metern Entfernung Perücke schreit. Von daher ist der Preis von der Verarbeitungsqualität sicherlich gerechtfertigt. Ja, die Fasern sind wie gesagt aus nicht hitzebeständiger Kunstfaser. Das heißt, ihr könnt nicht wirklich mit Hitzetools irgendwas daran ändern. Aber ich denke, wenn sich jemand einen Bob kauft, dann will er da jetzt auch nicht unbedingt Wellen oder Locken drin haben. Von daher ist das was völlig in Ordnung. Der Vorteil ist auch, dass die nicht hitzebeständigen Fasern etwas länger halten als die hitzebeständigen, die immer ein bisschen ja, extra Pflege bedürfen, damit sie schön bleiben und nicht irgendwie nicht so eine Art Spliss bekommen und nicht verfilzen etc. Und das habt ihr viel weniger bei den nicht hitzebeständigen Fasern. Kleiner Nachteil ist, dass die nicht hitzebeständigen Fasern immer etwas mehr glänzen als die hitzebeständigen, aber in dem Fall finde ich, dass sie einen sehr schönen natürlichen Glanz hat und es nicht nach billig Plastikhaaren, Barbie-Haaren aussieht. Von daher, die Fasern sind wirklich gut. Ja, dann zeige ich sie euch jetzt noch von allen Seiten rundherum und anschließend auch noch draußen bei Tageslicht. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir eigentlich richtig gut. Sie erinnert mich ein bisschen an das Shaded Praline von John Renault, in der ich auch ein Modell habe. Und gerade so für den Winter finde ich so die etwas wärmeren Blondtöne eigentlich ganz schön. Ja, beim Punkt Styling würde ich sagen, fangen wir wie immer an mit dem, naja, also wirklich Styling ist es nicht, aber mit dem Brillentest, ob die sich auch gut mit Brille tragen lässt. Und jawohl, gar kein Problem, wie in den allermeisten Fällen. Habt ihr genug Platz zwischen den Ohren und den Tampeln, also den Eartabs, für eine Brille? Ja, was das Styling angeht, habt ihr die üblichen Möglichkeiten. Ihr könnt sie mit einem Haarreifen tragen oder mit einem Haarband oder eine Seite hochstecken. Ihr könnt sie natürlich auch hinter die Ohren klemmen, wenn ihr das wollt. Das geht auch wunderbar. Oder ihr könntet sie auch ein bisschen, so ein kleines bisschen aufplustern und ein bisschen mehr Volumen auf einer Seite bekommen. Das ist eigentlich auch kein Problem, dass sie so ein bisschen runderen Look hat. Also das war jetzt nur mit den Fingern, ihr könnt natürlich auch mit der Bürste noch ein bisschen nachhelfen. Oder auch beide Seiten hinter die Ohren. Für so ein bisschen einen schmaleren Look. Ja, das bleibt nicht ganz so gut. Da müsstet ihr eventuell noch mit irgendwelchen Klammern nachhelfen. Aber so im Großen und Ganzen lässt sich das auch gut machen. Und wäre auch wieder ein anderer Look. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch den Pony komplett aus dem Gesicht tragen. Und schon sieht sie komplett anders aus. Also auf jeden Fall auch vielseitig, so ein Bob. Und wie gesagt, dadurch, dass sie komplett handgeknüpft ist, also ihr könnt jetzt sogar so einen kleinen Pferdeschwanz machen, die hinten so zusammennehmen. Das wäre auch kein Problem. Und dann den Pony so auf einer Seite ein bisschen ins Gesicht ziehen. Auch ganz schön. Also wie ihr seht, sie sieht auf jeden Fall sehr natürlich aus. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich sie euch jetzt noch draußen bei Tageslicht. Ja, dann schauen wir uns jetzt zu guter Letzt noch die Kappe von innen an. So, hier ist also die Kappe von innen.
Ihr seht hier der sehr schöne Filmansatz. Ich dachte, er ginge weiter runter bis in die Tampeln, aber tut er doch nicht. Hat man aber überhaupt nicht gesehen. Also die Naht hier ist sehr, sehr schön gearbeitet. Dann ist hier das komplette Monofilament. An der Seite die sandbezogenen Tampeln mit den Metallstäbchen, den Biegsamen. Und der Rest der Kappe ist, wie gesagt, auch komplett handgeknüpft. Dann hat sie einen erweiterten Nacken und verstellbare Bänder mit Klettverschlüssen. Also alles genau so, wie ich es liebe. Aber jetzt kommt die Besonderheit, das habe ich zum ersten Mal gesehen bei Belle Madame und sonst noch bei keinem anderen Hersteller. Also alle anderen Hersteller, die jetzt zuschauen, bitte mal ganz genau hinschauen. Das finde ich einfach wunderbar, dass auf dem Annäher hier, auf dem Etikett in der Kappe, auf der einen Seite die komplette Farbe steht. Kann man das lesen? Inklusive Farbnummer und auf der anderen Seite der Name des Modells. Ist das nicht Wahnsinn? Und das findet man bei keinem anderen Hersteller. Da kann man jedes Mal nur rätseln, wenn man irgendeine kauft, die gebraucht ist und die Farbe oder das Modell ist nicht mehr so ganz bekannt oder es ist ein Überraschungskauf, was auch immer. Also ich finde, so müsste das bei allen sein. Aber wie gesagt, außer bei dieser Belle Madame habe ich das noch bei keiner anderen gesehen, was ich sehr, sehr schade finde und auch nicht weiß, warum das so gemacht wird. Wäre ja nun nicht der Wahnsinnsaufwand. Ja, die Kappe, alles in allem wirklich toll gearbeitet. So, das war's auch schon wieder mit meiner kleinen Vorstellung von Marietta Molo von Belle Madame. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert, damit ihr meine nächsten Videos nicht verpasst, von denen es jeden Freitag ein neues gibt. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren und ich werde euch gerne antworten. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich immer riesig, wenn mir einige zuschauen und auch ein Feedback in den Kommentaren geben. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, bleibt gesund und bis bald wieder im nächsten Video. Tschüss! Das Modell Marietta Molo von Belle Madame in der Farbe Champagne. Champagne Rooted. Oder Champagne Root, heißt sie, glaube ich. Rooted, Root, ja, eins von beiden. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was die 12 war. Sekunde. Okay. Ja. Ja. Und das Ganze ist auf einer 12. Ja, die Farbe ist auf jeden Fall. Die Farbe ist... Und nicht irgendwie so eine Art Spliss bekommen. Mir auch ein Feedback in den Kommentaren geben. Ich freue mich immer riesig, wenn einige zuschauen und mir auch ein Feedback in den Kommentaren geben. Tschüss!